stehe mehr auf Lilly. Also, Queen Lilly. Hab keine Angst, mal zu verlieren. Was rannt sich auf verlieren? Ich glaube, ich muss gleich krepieren. Jedes schlechte Gefühl, jedes gute Gefühl, schau nicht zu, zeig dich, zeig dich. Wow, das wird ein riesen Mega-Hammer-Hit. Wenn er fertig ist, dann schicke ich ihn La Fee. Ja, träum weiter. Ach, Nani, ach, Hani, meine Lieblingscousine. Wie cool, dass wir jetzt Tag und Nacht zusammen sind. Ja, hallo? Ja? Jetzt? Es tut mir so leid, ihr Süßen. Ich rufe euch morgen an, ja? Okay, okay. Tschüss. Tschüss, Mama. Bis heute Abend. Aber ich sag dir, da stimmt was nicht. Du wolltest dir doch den Tag heute frei halten. Für die Familie. Willst du, dass ich meinen Job auch noch verliere? Das wieder für Vorwürfe. Mach doch schon alles, was ich tun kann. Jeden Tag schreibe ich mir die Finger wund an Bewerbungen für sämtliche Verlage. Entschuldige. Das ist jetzt schon der dritte Streik. In einer Woche. Führst du jetzt schon ein Buch oder was? Elisabeth, willst du dich nicht nach vorne setzen? Siehst du, kein Abschiedskuss. Lilly. Hier, halt das. Au. So, nächster Halt, Lindenhof. Alles wird neu, wir starten in ein Abenteuer, wie zum allerersten Mal. Wir haben keine Wahl, alles wird neu, neu. Hoffentlich kommst du nicht in unser Zimmer. Schauen Sie doch nur, unsere Mädchen. Wie erfüllt sie sind von neuen Erfahrungen. Nach wochenlangem Müßiggang mit bunten Fingerkuppen, wegen 24-stündigen Dauertippen auf ihren Handys. Aber Megerleinchen, es sind Kinder. Sie haben Ferien. Hatten Ferien. Nee, d'accord, hatten. Aber lassen wir ihnen ihre Pension. Lindenhof, Schulleitung Theobald? Ja? Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Ihre naive Heiterkeit während Ihres Musikunterrichts entfalten. Sie tragen hier keine Verantwortung. Ich sorge mich um die finanzielle Lage. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, nimmt uns der Pächter auch noch den Rest des Geländes weg. Sorgen machen nur hässliche Falten, ma chère. Haben Sie Vertrauen? Der Himmel war uns immer gnädig. Oh mein Gott! Ja. Wenn das so ist, dann... Ja, selbstverständlich. Ja, ich mache mich sofort auf den Weg zu Ihnen. Ja, Madame, was ist passiert? Sie sind weiß wie eine Camembert. Mein Onkel Hubert ist verstorben. Oh, wie schrecklich. Ich kannte ihn gar nicht. Oh, wie tragisch. Offensichtlich bin ich die einzige Erbin seiner Firma in Chicago. Oh, wie interessant. Wer ist das? Das ist der Vater von Hani und Nani. Hey, Hani! Hallo. Ihr Rucksack. Ah, es gibt sie also noch, die echten Kavaliere. Vielleicht kann ich mich ja bei Gelegenheit mal revanchieren. Ich hoffe, Ihre Frau weiß, was sie an Ihnen hat. Erika, komm! Mademoiselle Berthoud soll Sie vertreten? Es ist nur für ein paar Tage.
Wenn wir nicht gleich zu Beginn für Zucht und Ordnung sorgen, werden uns die Mädchen auf der Nase herumtanzen. Frau Megerlein, es ehrt Sie, dass Sie sich um Lindenhof sorgen, aber in meiner Abwesenheit brauchen die Mädchen jemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie Kummer haben. Nun, bitte, bitte, chère Madame, nicht ich. Außerdem, ich bekomme Besuch. Mademoiselle. Familie, ich habe versprochen, meine Schwester, ihre Chouchou zu helfen bei die Deutsch. Mademoiselle, das sind die bezahlten Rechnungen und das hier sind die unbezahlten Rechnungen und Mahnungen. Zahlen Sie so wenig wie möglich. Am besten, Sie bezahlen gar nichts. Wir halten Sie alle. Ich bitte Sie inständig, Frau Theobald. Stürzen Sie Lindenhof nicht ins Chaos. Was? Mademoiselle, ich habe das höchste Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Frau Megerlein, das wichtigste Arbeitsgerät einer Schulleiterin sitzt nicht hier, sondern da. Liebe, Wärme, Vertrauen. Nutzen Sie doch mal die Zeit und probieren Sie es aus. So, ich muss jetzt los. Mesdames, au revoir, à bientôt. So, ich muss los. Wiedersehen, Onkel Georg, und vielen Dank für die entzückende Fahrt. Viel Glück, Dani. Danke. Sei bitte so lieb und gib das, Frau Hubertus, von mir. Meine letzte Übersetzung. Hoffentlich nicht für immer. Ach, Papa, das wird schon. Hallo. Hey. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, geht schon. Also, tschüss. Gib Mama einen Kuss von mir. Tschüss, Mädchen. Ja. Ja, ja, Moment. Ja, ist gut, ist gut. Tschüss, Mädchen. Ja, ja, ja. Ich ruf dich an. Hast du etwa nicht gesehen, wie traurig er aussah? Mann, Nanni. Er ist dir lieber, er würde jubeln, weil er uns 3 Monate lang nicht sieht. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Wisst ihr schon das Neueste? Geheimnisse? Ich liebe Geheimnisse. Schon okay. Das ist Lilly. Unsere Cousine. Okay. Ihr wisst ja, mein Papa sitzt im Aufsichtsrat und ich habe gehört, dass dieses Jahr eine echte Prinzessin zu uns kommen wird. Angeblich ging es um Security und solche Sachen. Eine Prinzessin. Ich wusste es. Megerleinchen. Wollen Sie nicht machen die Begrüßung? Meine arme Chouchou aus Paris wird warten auf die Bahnhof. Nein, nein, das Problem müssen Sie schon alleine lösen. Ich habe volles Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Oh, so spät. Merci, Madame. Goethe, mein Name. Das Schulamt schickt mich. Ich bin die Vertretung. Ha, für Deutsch, für Madame Theobald. Das ging aber schnell. Hallo. Écoutez. Alors, ich bin sehr froh, meine kleinen Vögelchen, dass ihr alle wieder da seid. Madame Theobald ist nicht da, aber bald wieder da. Und jetzt ich bin da. Und ich darf euch präsentieren, eure neue Vertretung für Deutsche, Madame Schiller. Goethe. Solange ihr nicht Johann Wolfgang zu mir sagt. Wir haben 3 neue bei uns. Daniela. Hallo, Daniela. Und dann la Cousine von Annie und Nanni. Hallo. Elisabeth. Bienvenue, Elisabeth. Und dann Cousine. Cousine, wo ist Cousine?
Da ist Cousi. Und nach jetzt muss ich Schluss zu die Bahnhof. Ich wünsche euch eine schöne neue Schuljahre. Und nicht zu vergessen, die Handys werden eingesammelt. Von den beiden sieht aber keiner aus wie eine Prinzessin. Natürlich sieht Daniela aus wie eine Prinzessin. Dein Handy. Leute, nicht das P-Wort sagen. Das P-Wort? Prinzessin. Ah. Wenn mein Vater das rauskriegt, dass ich das ausgeplappert habe, dann krieg ich Riesenstress. Wie ist sie noch mal mit euch verwandt? Das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit. Wir beide in einem Zimmer. Das wird legendär. Absolut legendär. Warte, ich helfe dir. Hey! Kannst du den Koffer nicht selbst tragen? Für wen hältst du dich eigentlich? Sich scheiden. Das macht sie eben fertig. Also, ich gehe dir mal checken, wann das Training losgeht, ja? Ich dachte, ich krieg ein eigenes Zimmer. Tja. Hallo. Verstehen deine Eltern sich eigentlich gut? Naja, zumindest streiten sie nicht. Du meinst nie? Fast nie. Ich habe mal gehört, wenn sich Eltern mehr als einmal pro Woche streiten, lassen sie sich scheiden. Oh, wir müssen los. Ist das vegetarisch? Bitte keine Mäkelei. Was soll ich denn machen, wenn ich kein Geld für anständige Zutaten bekomme? Lindenhof muss sparen. Es tut uns allen ganz gut, wenn wir den Gürtel etwas enger schnallen. Mit schönen Grüßen von meinem Vater. Von Nani. Vielen Dank. Gleichfalls. Frau Mägelein, Hockey wurde gestrichen. Das können Sie doch nicht machen. Ich meine, was ist denn mit unserem Turnier gegen Kant und gegen die Joe Cats? Ich würde euch wahnsinnig gerne helfen, mein liebes Nannylein, aber... Ich bin Hanne. Ich bin sicher, dass unsere wunderbare Madame Berthou euch ein offenes Ohr leiht und sicherlich schon einen Alternativplan ausgearbeitet hat. Ihr könnt sie ja nachher mal fragen. Ich sag dir... Mit Mama und Papa, da steht es schlimmer, als wir denken. Oh, und schon wieder. Frag Erika. Sie hat gesagt, wenn man sich mehr als dreimal... Wie schmeckt das denn? Noch schlimmer, als es aussieht. Hat das schon mal jemand gegessen? Ich esse das doch auch. Nein, danke. Kann man das essen? Wenn das so ist, dann kann ich ja gehen. Dann kann ich ja gehen. Hier, bitte. Dankeschön. Lilly macht sich komplett zum Affen. Meint ihr, Daniela ist wirklich eine... Na, ihr wisst schon. Wenigstens ist es mal was Neues. Wo hier sonst nie was passiert. Attention! Meine Vögelchen,
Ich möchte repräsentieren Philippe, mein Neffe aus Paris. Er wird bei uns wohnen, um ein bisschen besser Deutsch zu lernen. Die nächsten 14 Tage. Bitte helft ihm ein bisschen, ne? Wetten, dass er in spätestens 2 Wochen unsterblich in mich verliebt ist. Dein Name steht ihm schon auf der Stirn geschrieben. Daniela. Das ist ihr kleiner Chouchou. Oui, bezaubernd, nicht wahr? Das ist ein Junge. Oui. Das sind Mädchen. Oui. Das hat uns gerade noch gefehlt. Oui. Ich hasse Mädchen. Non. Ich habe Hunger. Wo ist Madame Hubertus? Weg. Mademoiselle, Sie muss uns helfen. Hockey fällt aus. Hockey? Ja, Hockey. Hast du ein Problem damit? Eine Saison ohne Hockey, das ist wie... Wo ist Madame Hubertus? Weg. Das ist nicht fair. Wir müssen doch unseren Pokal verteidigen. Arret. Warum haben Sie sie nicht aufgehalten? Weil Sie unbedingt die Leitung dieses Internats übernehmen wollten. Da habe ich mich zu fügen. Sally. Oh, ist der süß. Kann ich nicht irgendwas machen, um dir zu helfen? Wie war noch mal dein Name? Elisabeth, also wie die Queen. Aber du kannst mich gerne Lilly nennen. Okay, Lilly. Sieh zu und lerne. Salut, Philippe. Je m'appelle Daniela. Sprichst du Deutsch? Pardon. Kneif mich, Nanny. Ich glaube, ich träume. Madame Hubertus, Madame Hubertus, Sie können uns nicht verlassen. Was sollen wir machen ohne Sie? Was zu viel ist, ist zu viel. Zuerst hat Frau Mägerlein den Etat fürs Essen zurückgestrichen und dann kriege ich auch noch die Schuld dafür. Okay, Laura, was machen wir nun? Soll kochen arme Küchenhilfe ganz alleine? Hilde, komm! Non, Hilde, attendez. Non, quelle horreur. Von wegen Liebe, Wärme, Vertrauen, Mademoiselle. Mal sehen, wie lange Sie das noch durchhalten. Hast du mir die Finger eingeklemmt? Also, in den Akten war nichts zu finden. Wie nichts? Gar nichts? Nein. Das heißt, sie ist gar nicht hier. Da war der ganze Aufwand umsonst. Du Schwachkopf! Sie ist natürlich unter einem falschen Namen angemeldet. Also, es gibt 3 neue. Eine von denen wird uns 1 Million Lösegeld bringen. Träumt das Schönes. Ich weiß schon, von wem ich träume. Dieser Philipp ist doch genauso ein Angeber wie Daniela. Die beiden passen voll gut zusammen. Du weißt doch gar nichts über ihn. Also, was ich weiß, reicht mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Über 50 Bewerbungen, Georg, und nur Ablehnungen. Ja, was kann ich dafür?
Was kann ich dafür, dass mich keiner mehr will? Vielleicht musst du mal anfangen, darüber nachzudenken, was es noch gibt. Vielleicht brauchst du einfach einen anderen Beruf. Ach so, Quatsch, einen anderen Beruf. Kochbücher sind meine Leidenschaft, brauch keinen anderen Beruf. Ach du, lass mal, ich mach das schon. Ja, ich räum das gleich auf. Saustall hier. Ich mach das gleich. Jule, ich mach das gleich. So, hörst du mir überhaupt zu? Jule! Was? Für dein Büro bist du jederzeit ansprechbar. Jetzt ist wieder mein Job das Problem, ja? Passt es dir nicht, dass es bei mir gerade super läuft und du nichts gebacken kriegst? Nein, nein, alles okay. Ich bin der Versager. Ich bin der Versager. Das habe ich nicht gesagt. Kann ja ausziehen, dass du deine Ruhe vor mir. Und deine Ordnung. Nein, nichts ist los. Wir wollten nur wissen, wie es euch geht. Ja, super. Alles wunderbar. Gib mir mal Papa. Papa? Du, der ist im Bad, der duscht. Hörst du? Georg, die Kinder sind dran. Huch. Jetzt hat er mich nass gespritzt. Soll er euch nachher nochmal anrufen? Nein, schon okay. Ich hab euch lieb. Will ich auch, Mami. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Und? Bestimmt bei Philipp. Ich hätte auch gern so einen Freund. Hani, Nani, kommt mal her. Guckt euch mal Philipp an, ist der nicht süß? Schlafen. Oh, alle haben Hunger. Wir müssen stoppen, die Mäuler von 130 Mädchen. Schütze. Bitte, bitte. Bitte. Oh, Mann, nicht weinen. Das sind Zwiebeln. Wer sehen die Mehle? Und wann haben wir Unterricht? Das ist die Unterricht. Kochen, Michiri, ist alles in einem. Biologie, Chemie, Poesie, Mathematik, Kunst, Musik. Ich frage mich, was Frau Mägerlein dazu sagt. Mhm. Wir essen AA in der Würstchen, wir trinken nach Bier, wir lassen uns fotografieren. Am Arsch. Oh, no.
Erika. Hat nicht deine Mutter ein Restaurant? Catering Service. C'est pas fait. Wie ruf sie an? Ich schwitze. Was mache ich? Ah, Philippe, mon chouchou, kümmere dich um die Zwiebeln. Rühren. Und was wird es aus dem Hockeytraining? Ich weiß nicht. Das gibt's zweimal? Blitzmerker. Und was ist jetzt mit dem Hockeytraining? Ich kann nicht vertreiben, wenn die Schafe von die Hockey fällt. Ah, comment? Wie denn? Habe ich eine Wirtenflöte? Also kein Hockey. Was? Aber was sollen wir denn sonst machen? Wir brauchen Sport. Philipp könnte uns doch Fechten beibringen. Aber das geht nicht. Papa, mon chouchou. Fechten ist doch auch ein Sport. Enga! Vielleicht haben wir Schwerter im Fundus von Altes Schloss Theater, hm? Und nicht, dass Frau Mägerlein uns sieht. Kommt. Ich hab noch nie auf dich gewartet oder zu dir aufgeschaut. Und solange wir uns schon kennen, ist mein Herz bei dir zu Haus. Ich musste dich nie suchen, du warst immer für mich da. Hast mich beschützt wie ein Engel, Flügel gegeben, wenn ich traurig war. Wir Königin verstehen uns blind. Weil wir zwei was ganz Besonderes sind, denn du bist für mich da. Fängst mich auf, wenn ich falle, mag um uns rum die Welt vibrieren. Du bist für mich da, auch wenn sich alles ändert. Bleibst ein Teil von mir und ich von dir. Knabe hat Röslein gesichtet. Heute Abend wird es gepflückt. Alles klar. Laura, also stellt euch in eine Dreieck. Und nach links? Ich finde ihn total süß. Schon klar. Menno, Ende auf dem Boden. Wenn wir beweisen können, dass Daniela keine echte, ihr wisst schon, ist. Dann wird Lilly vielleicht wieder normal. Mal Hände auf den Boden. In der Bibliothek gibt es so einen riesigen Adelswälzer. Wir könnten alle Königshäuser überprüfen, die weibliche Nachkommen in unserem Alter haben. Pardon, das Florin musst du wieder hinlegen. Dachte, du wolltest uns Fechten beibringen. Honey. Ich muss erst eure Kondition prüfen. Wenn wir fit genug sind fürs Hockey, dann sind wir wohl auch fit genug, mit diesen Dingern hier rumzuwedeln. Ich lass mich nicht rumkommandieren, schon gar nicht von einem Jungen. Neben Direktorat und Küche sind Sie jetzt auch noch für den Sport zuständig. Interessanter Führungsstil. Wie ich sehe, haben Sie ja alles bestens im Griff.
Mademoiselle Bertou. Oh, Madame Dille. Sie sind meine Rettung. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Es wird alles gut. Morgen Abend gibt es erstmal Knusperhuhn süß-sauer à la Daphne. Oh, formidable. Schaffen Sie das, die Hühnchen zu besorgen? Ui. Hündchen, Hühnchen. Janni! Was soll das? Ich dachte, du magst keinen Sport. Also, dieser gefällt mir. Solltest du keinen parieren, wenn du schießt? Hast du keinen Fechtpartner? Vielleicht ein bisschen zu schwer für Mädchen. Dir wehgetan. Ich werde dafür sorgen, dass du aus meinem Zimmer entfernt wirst. Fein, dann kannst du ja bei uns wohnen. Dann ist ja alles geklärt. Was findet deine Cousine nur an dieser Daniela? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Also, Lili glaubt, Daniela ist eine... Also... Ein Wort mit P. Hä? Eine Prinzessin. Meint ihr wirklich? Nein. Und wir müssen beweisen, dass sie es nicht ist, bevor Lili völlig durchdreht. Ihr zwei forscht in diesem Wälzer in der Bibliothek nach, während ich und Cosi ihre Sachen abholen. Warum fragt ihr sie nicht einfach? Nee. Detektivin spielen macht viel mehr Spaß. Was ist? Wir wollten nur Cosis Sachen holen. Kommt rein. Ach ja. Nani und ich haben mit Mama telefoniert. Du sollst deine Mutter anrufen. Irgendwas Wichtiges. Am besten sofort. Was soll das denn bitte Wichtiges sein? So, Detektivin Sullivan. Guck mal. Psst. Ich bin Prinzessin Daniela. Ich bin so erwachsen, dass ich ein BH brauche. Hast du schon was gefunden? Nee. Weißt du, wo ihre Handtasche ist? Die hat sie mit in die Dusche genommen. Stimmt. Und das soll wichtig sein? Bist du sicher, dass du mir nichts verschweigst, Mama? Ja, das weiß ich.
Mann, Mama, ich weiß. Was? Onkel Georg und Tante Jule haben sich getrennt? Es ist schon nach 9:30. Oh. Ist das hier eine Schule oder ein Straflager? Ja, was? Ab ins Bett. Ja, und was machen Sie hier? Prinzessin Katharina Sophia Helene von Bernstein, geboren 1986. Passt auch nicht. Wir sind durch mit den europäischen Königshäusern. Moment mal. Fürstenhaus von Zagaba. Habe ich ja noch nie gehört. Hanni, alles okay? Du siehst aus, als hättest du gerade einen Zombie getroffen. Wann gibt's Frühstück? Honey? Frau Goethe? Was? Was ist mit Frau Goethe? Lilly, kann es sein, dass Cosi, dieses kleine Mistvieh, meine Sachen durchwühlt hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du kannst es ja nicht mal ein typgerechtes Haarstyling vorstellen. Raus! Hier ist hässlich freie Zone. Lilly, im offiziellen europäischen Adelsregister. Rate mal, wie viele Prinzessinnen es da gibt, die Daniela heißen. Daniela Hollerbach. 7. Platz bei der Wahl zu Young Miss Forchheim. Tochter einer Unterwäschendynastie. Dein königliches Schloss ist ein Schlüpferladen. Dessous-Fabrik. Ist doch dasselbe. Der Fahrer? Die Limousine? Es gibt gar keine Prinzessin auf Lindenhof. Doch. Queen Lily. Ich hab's ja immer gewusst. Tief in mir drin. Da hatte ich so ein königliches Feeling. Ich hatte neulich einen Traum. Und meine Träume werden immer wahr. Also fast immer. Also jedenfalls habe ich geträumt, dass mein Vater gar nicht mein richtiger Vater ist. Und ich in Wirklichkeit vielleicht von einem echten König die Tochter bin. Und dann in einem Märchenschloss zusammen mit einem Prinzen wohne. Lilly? Mama, ist Papa mein richtiger Vater? Ach Mama, klar sagst du jetzt ja.
Aber ich hatte doch neulich einen Traum. Und du weißt doch, wie das mit meinen Träumen ist. Zum Beispiel damals, als ich geträumt hatte, dass es schneit, und dann hat es zwar nicht direkt geschneit, aber die Waschmaschine ist darüber gelaufen. Da war alles voller Schaum und dann da... Ach, Mama, bitte sei jetzt ganz ehrlich. Ich kann die Wahrheit ertragen. Ist mein richtiger Vater ein König? Och, nö. Ganz sicher. Zwei Takte, ja? Augenblick. Eisigkeit, weit unter Null. Eiskalt, was für ein Gefühl. Eisigkeit, eiskalt. Ich erzähle dir jetzt mal ein paar Takte, okay? Also, diese Daniela kann es nicht sein. Lilly ist es auch nicht. Bleibt also nur noch eine bei 3-9, kapiert? Klar. Hey, was machst du denn noch hier um die Zeit? Dasselbe wollte ich Sie auch gerade fragen. Na, hör mal, ich bin Lehrerin. Ich schulde dir keine Rechenschaft darüber, wann... Lehrerin? Davon habe ich aber noch nichts gesehen. Was unterrichten Sie gleich nochmal? Ab ins Bett. Aber sofort. Sonst... Sonst was? Hallo. Warte hier. Lilly, kann ich mit dir reden? Salut. Hi. Ich wollte mich entschuldigen. Ich hatte Unrecht. Mädchen können fechten. Sogar richtig gut. Sagst du nicht, wie du hast das gelernt? Lieber nicht. Aber wenn du das echt so siehst, also mit Mädchen und Fechten, dann hätte ich vielleicht eine Idee. Eine Idee? Hallo? Mann, Lilly. Ich will auch nur nicht, dass du durchdrehst. Ich weiß auch, dass du ein Problem hast. Ich dreh nicht durch. Ich lass halt nur meine Fantasie spielen. Und was habe ich denn bitte für ein Problem? Naja, deine Eltern haben sich getrennt. Das ist ja auch schwer. Ich weiß. Ich werde dir mal sagen, wer hier ein Problem hat. Du und Nanni, ihr habt eins. Und zwar ein richtig fettes. Ach ja? Und was? Eure Eltern haben sich getrennt. Tut mir leid. Ich bin's jetzt total? Mama hat's mir gesagt. Die wird's ja wohl wissen. Also, Cosi und ich haben überlegt,
Auch wenn das Fechten ist nicht für alle. Es geht hier wirklich viel Talent. Und vielleicht können wir eine richtige Mannschaft aufstellen. Wer möchte mitmachen? Ich! Also, alle, die sind interessiert, können morgen kommen zu einem Vorfechten. Alles okay? Oui, d'accord. Der Training startet heute Nachmittag. Check. Denn ihr redet indes, als würdet ihr nichts verstehen. Als wäre alles ganz falsch und unsere Meinung nicht zählt. Mit unserer guten Laune, das Rezept ist geheim. Wir rebellieren zusammen, wir sind niemals allein. Egal, egal, gegen den Rest der Welt. Ganz im Blut, wie es uns gefällt. Zusammenhält, was uns zusammenhält. Liebe Frau Theobald, sehr gerne hätte ich Ihnen diesen Tatsachenbericht erspart. Aber Tatsachenberichte. Frau Kollegin. Bonjour, Monsieur. Frau Theobald hatte recht. Wie schön zu sehen, dass allein mit Liebe, Wärme und Vertrauen eine Schule aufs Beste funktioniert. Nespa? Heute ist welcher Tag, Mägerleinchen? Donnerabend oder Freitagwoche? Mittwoch. Die Badezimmer sind komplett überschwemmt. Ich hoffe, Sie haben daran gedacht, den Klempner anzurufen. Dieu merci. Die Hühnchen sind da. Hallo? Hühnchen? Hühnchen. Lebendige. Ja, aber wie? Sie wollten doch frische Hühner. Oui, non. Ja. Soll ich sie jetzt wieder mitnehmen? Oui. Nö. Okay. Schleicht mir andauernd hinterher, dieses kleine Biest. Die ahnt was. Und was? Ja, was denn bloß? Und deswegen muss sie weg. Na klar. Sofort. Wie weg? Na weg. Jetzt eine kalte Dusche. Ich weiß noch was Besseres. Ganz in der Nähe. Auf was warten wir? Ja, aber wir müssen uns doch erst abmelden, bevor wir das Schloss verlassen. Hast du etwa Angst, die Regeln zu brechen? Ich habe vor gar nichts Angst. Na dann, kommt! Weißt du, wo die hinfahren? Keine Ahnung. Sommertag!
ohne die Brille. Aber auch echt blind. Es gibt nicht viele in unserem Alter, die so fechten können wie du. Verrätst du mir, wo du das gelernt hast? Mein Vater hat es mir beigebracht. Ist er tot? Erika. Es tut mir leid, aber du siehst immer so traurig aus. Und dann dachte ich, dass... Ich wohne bei meinem Opa. Er hat aber immer so viel zu tun, dass ich ihn nur ganz selten sehe. Meine Eltern sind auseinander, seit ich 5 war. Und mein Papa jetzt hat eine neue Familie. Meine sind zusammen. Aber sehen tun sie sich auch kaum. Ihr habt echt Glück mit euren Eltern, Honey und Nanny. Haben wir wirklich. Stimmt's, Honey? Schauen, ob Post da ist. Post. Ja, klar, komm rein. Hier, das sind deine Bewerbungen, sind alle zurückgekommen. Es ist rausgefallen. Zeig mal. Hey! Prinzessin Cosima Mona Sari von Sagaba. Gib her! Was? Du bist die... Bitte, ihr dürft niemandem was davon sagen. Kein Wort zu irgendwem. Ehrenwort. Die Welt wird dir so wie, die Welt wird dir so wie, genau so bist du perfekt, komm zeig dich, die Welt wird dir so wie. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? No. Das ehrt Sie. Dann kommen Sie ja doch noch zur Vernunft. Ich habe gesagt, nein, ich trinke nicht. Sie wollen mich wahrscheinlich vergiften. Warum sollte ich Sie vergiften wollen? Sie sind interethisch, diabolik.
Falsche Schlange. Sie haben mir spioniert nach, um mich zu diskreditieren. Das habe ich gar nicht nötig, meine Liebe. Die Bilder sprechen für sich selbst. Raus! Hinaus! Falsche Schlange. Braves Huhn. Ohne. Da ist er ja. Hallo. Mein Retter. Das ist schön, dass das geklappt hat. Ist alles vorbereitet. Na, war schön gestern? Keine Ahnung. Wovon redest du? Ich habe euch gesehen, als ihr zurückgekommen seid. Ich war nicht. Wenn du uns verpfeifst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Mit uns? Ja, klar. Die Zwillinge. Ein Herz und eine Seele. Da kann ich ja nur lachen. Ha, ha, ha. Du bist doch nur neidisch, weil du niemanden zum Reden hast. Dein ganzes Leben ist doch ein einziger Fake. Ach ja? Und dass ihr hier einer fröhlich macht, obwohl eure Eltern sich scheiden lassen? Wie nennst du das? Lilly hat's mir erzählt. Honey, sag, dass das nicht wahr ist. Von Entscheidung habe ich nichts gesagt. Stimmt's, Honey? Nur, dass sie sich trennen. Aber vielleicht kriegen sie es ja doch wieder hin. Sorgen machst. Ja, klar. Indem du es der ganzen Schule erzählst. Mir nicht. Nein, so war es nicht. Bitte. Nanni, du hast mich angelogen. Die ganze Zeit. So was macht keine Schwester. Ich weiß. Ich will nicht mehr deine Schwester sein. Nanni! Warte! Ich liebe Jule. Ja, natürlich liebe ich sie. Aber merkt sie denn nicht, was für ein Genie sie sind? Also meine Erfahrung ist die, wenn einmal der Wurm drin ist, dann wird es nicht mehr besser. Da muss ein klarer Schnitt her. Glauben Sie wirklich? Ja. Und dann leiden die Kinder auch am wenigsten. Da gibt es keine Streitereien, keine falschen Hoffnungen. Sie wissen doch, wie emotional Mädchen in diesem Alter sind. Ja. Also ein klarer Schnitt. Ich habe überall gesucht. Nichts. Ich habe das ungute Gefühl, sie ist auf dem Weg nach Berlin. Ich habe mich verfahren. Ich muss zum Bahnhof. Hä?
Eltern mittlerweile bekannt sein dürfte, ist dies ein reines Mädcheninternat. Adieu, Monsieur. Hinaus. Aber Mademoiselle Berthoud hat gesagt... Es hat sich ausbertutet. Erika. Wo ist der andere Zwilling? Im Bad. Sind Sie taub, Philipp? Oder spreche ich Mongolisch? Raus! Test. Morgen früh. An eurer Stelle würde ich lernen. Wehe, deine Schwester ist nicht im Bad. Was? Ich verstehe dich nicht. Was wollen Sie von mir? Hier. Was wollen Sie von mir? Ich werde früh genug erfahren, Honey Bunny. Ich bin nicht Honey. Na klar. Und ich bin Dornröschen. Lassen Sie mich gehen oder ich schreie. Oh ja. Sollen wir zusammen schreien? Ja! Alles schalldicht. Mein mobiler Übungsraum. Eisig kalt, weit unter Null. Eis, eiskalt, was für ein Gefühl. Hab mich verletzt gefühlt, betrogen, belogen. Als hätte man mir die Lizenz zum Spaß am entzogen. Ja, hallo, hier ist der Roland. Ich hab's dir doch jetzt schon zigmal erklärt. Es ist diese Cosi. Und die holen wir uns jetzt, kapiert? Du machst jetzt ganz genau das, was ich sage, okay? Also, du lässt das Mädchen hier im Internat anrufen und nach ihrer Schwester verlangen. Hallo, hier ist Julie Sullivan. Könnte ich bitte mit meiner Tochter sprechen? Das ist momentan ganz so schlechte. Könnten Sie vielleicht später noch einmal... Das ist wirklich sehr wichtig. Welche Tochter? Welche Sie zuerst finden. Ah, oui. Sullivan? Was ist denn, Frau Mederlein? Schon gut. Patience. Ich suche... Wo wollen Sie hin? Das geht Sie an überhaupt nicht. Ich lasse Sie nicht mehr in die Nähe der Mädchen. Sei weg. Sie. Chaos stimmt darin. Hallo? Sind Sie noch da? Honey? Honey? Du musst heute Abend um 6:30 hinter der Schule sein. Mit Cosi. Das ist ganz wichtig. Ich wurde entführt. Und keine Polizei. Wenn du dein liebes Schwesterlein wiedersehen willst. Kapiert, Mädchen? Nani? Meine Damen! Um Gottes Willen, was ist hier los? Mademoiselle. Frau Mägele. Ja, Madame.
hier ist der Anrufbeantworter der Familie Sullivan. Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Mama, ihr müsst ganz schnell kommen. Es ist was Schreckliches passiert. Einen Jungen auf Rippen. Sie hat die Wandlang, bitte. Sie hat mich mit Spitze. In der Spitzel. Spitze. Nicht exakt genau. Sie hat getan nichts. Oh, was für ein Genuss, Jürgen. Meine Dame! Jede Einsicht verweigert. Schweigen Sie! Seien Sie still! Setzen Sie sich! Ich brauche Hilfe! Hanni, warte draußen vor der Tür. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Eisig kalt, weit unter Null. Eis, eiskalt, was für ein Gefühl. Siehst du, das ist er halt. Dieser eine Griff, den ich partout nicht hinkriege. Und wegen diesem Eingriff haben die mich nicht genommen. Bei Tokyo Hotel. Wo du doch so perfekt dazu gepasst hättest. Findest du auch, ja? Wir leben in einer kalten Welt, sag ich dir. Eiskalt. Und die Dose. Nicht auf den Verstärker. Wenn die umkippt, dann krieg ich einen fetten Stromschlag. Dann macht's. Ich konstatiere, Sie, Frau Mägerlein, halten Ihre Kollegin für eine gefährliche Chaotin. Hm? Und für Sie, Mademoiselle, ist Frau Mägerlein eine schändliche Betrügerin. Sehe ich das richtig? Ja? Hm. Dann heißt es ja wohl, dass ich eine ganz furchtbar schlechte Schulleiterin bin. Ja. Weil ich mich nämlich dann in mindestens einer von Ihnen ganz entsetzlich getäuscht habe. Nein, um Gottes Willen. Sie sind eine wunderbare Direktorin. Die Beste. Ja, aber wie lässt sich dann dieser Krieg zwischen Ihnen erklären? Hm? Könnte es sein, dass Sie beide im Irrtum sind? Weil Sie verkannt haben, dass Sie beide nur aus tiefer Sorge und Liebe um Lindenhof gehandelt haben? Und Liebe macht ja gelegentlich blind. Vielleicht haben Sie sich, meine Liebe, von Ihrer vorbildlichen Sorge um Ordnung und Disziplin blenden lassen. Und Sie, Mademoiselle, womöglich von Ihrem so rührenden Bedürfnis, allen alles zu sein. Niemanden zu enttäuschen. Ja, aber wenn das so ist, dann wäre doch ein herzlicher Händedruck jetzt sehr angebracht. Finden Sie nicht? Na also. Aber wenn uns die Erwachsenen nicht helfen, wer soll uns dann helfen? Dann helfen wir uns. Ganz alleine. Es müssen ein paar Menschen mit dem Turm verschießen. Gehen wir einfach hier hin. Wir sperren die Straße. Okay, wir müssen hier irgendwie reinlocken. Der Hinterausgang. Wir bilden hier 2 Gruppen. Haben Sie gemacht, die ganze Reise völlig umsonst? Ich verstehe einfach gar nichts. Den Onkel Hubert in Chicago gibt es nicht und auch keine Erbschaft. Da hat mir jemand einen wirklich fiesen Streich gespielt. Oh, darf ich vorstellen? Nein. Wer war das denn? Frau Goethe, Ihre Vertretung vom Schulamt. Frau Goethe? Mhm. Aber es gibt gar keine Frau Goethe auf dem Schulamt. Und du meinst, das klappt?
Ich hoffe. Sie ist unterwegs. Ich sorge dafür, dass sie ankommt. Lili, geh mir aus der Sonne. Kommt mit. Wir? Los, jetzt kommt. Das ist die Mailbox von Georg Sullivan. Nachrichten bitte nach dem Pfeifton drücken. Georg, wo bist du denn? Wenn du das abhörst, ruf mich bitte sofort an. Ja, es ist dringend. Da? Auf uns? Zwillinge sind die. Die wissen ja gar nicht, dass der Papa in der Küche steht. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Apropos Gefühl. Aber ich liebe meine Frau. Ach ja, und wo ist sie denn, deine heißgeliebte Frau? Georg Sullivan! Ach, Junge. Nee. Was machst du denn hier? Wer ist das? Ja. Stehst du jetzt auf Barbies? Ja, also bei mir ist alles echt. Ich glaub das nicht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Erst weigerst du dich, dir einen neuen Job zu suchen und jetzt... Jule, das verstehst du völlig falsch. Ich koche. Jule, Daphne nun... Erklär du ihr das doch bitte. Aber nur, wenn sie das mit der Barbie zurücknimmt. Hier geht's lang. Loslassen! Lass sie uns sofort auf! Manni! Reinigt ihr! Los jetzt, reinigt euch! Oh, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen alle drei mit. Die Tür geht zu. Kein Wort, kein Blick. Nicht mein Schätzchen. Das wird euch auch nichts nützen. Wie
Liebe, Wärme, Vertrauen, ohne Verstand. Bleibt alles drei auf der Strecke. Oh, ich schwöre, ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Eiskalt und ungerecht. Ich hab's ja bewusst. Erschreckend. Wenn man bedenkt, eine direkte Nachfahrin von Goethe. Aber Frau Mägerlein, die Nachfahren des alten Goethe sind seit über 150 Jahren ausgestorben. Ah ja? Nicht ihr Fach. Ich will sofort einen Anwalt. Sie haben doch überhaupt keine Beweise, die mich mit diesem dahergelaufenen Ganoven in Verbindung bringen. Moment. Bitte. Sie haben mich erschreckt. Haben Sie den Müll schon rausgebracht? No. Bin ich jetzt wieder schlimm und chaotisch? Nein. Sie sind einfach nur... formidabel. Mägerleinchen. Vielen Dank nochmal. Kein Problem. Hey, kommt mal her. Das war echt toll von euch. Vielen, vielen Dank. Ja. Und willkommen in Lindenhof. Was wird denn jetzt aus unseren Schulden? Der Fürst hat uns eine wahrhaft majestätische Spende zukommen lassen. Wirklich? Und da habe ich mir solche Sorgen um unseren Lindenhof gemacht. Können Sie sich vorstellen, für meinen Opa ein eigenes Kochbuch zu schreiben? Das... Also, ja, ne. Ja, das wäre mir eine große Ehre. Dieses Jahr wird ein schönes Jahr. Ein sehr schönes Jahr. Choreo, könnt ihr? Okay, gut. Karte, steckt es? Okay. Seid ihr bereit? Hallo. Ah, jetzt. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr zu unserem Sommerfest gekommen seid. Ich freue mich wirklich total darüber. So, Bühne frei für La Fee zusammen mit Queen Lily. Wer bin ich und wer will ich sein? Wenn es so scheint, bin ich nicht frei. Die meiste Zeit will ich nur schreien. Ich öffne den Mund, doch es bleibt ganz still. Kann nie sagen, was ich will. Ich spür es tief in mir, komm, zeig dich. Zu verlieren, um zu gewinnen, musst du was riskieren. Mit jedem Atemzug glaub daran, glaub an dich und das, was du kannst. Die Welt will dich so, wie du bist. Genauso bist du perfekt. Komm, zeig dich. Zeig dich. Das ist dein Augenblick. Komm, zeig dich.
erstmal zu verlieren. Um zu gewinnen, musst du was riskieren. Mit jedem Atemzug, glaub daran. Glaub an dich und das, was du kannst. Die Welt will dich so, wie du bist. Genauso bist du perfekt. Komm, zeig dich. Zeig dich. Das ist dein Augenblick. Komm, zeig dich. Zeig dich. Jeder Atemzug, alles in dir ruft. Du kannst immer sein, was du willst. Das ist dein Augenblick. Komm, zeig dich. Und solange wir uns schon kennen, ist mein Herz bei dir zu Haus. Ich musste dich nie suchen, du warst immer für mich da. Hast mich beschützt wie ein Engel, Flügel gegeben, wenn ich traurig war. Ah, ah, wir Königin verstehen uns blind. Ah, weil wir zwei was ganz Besonderes sind, denn du da, fängst mich auf, wenn ich falle, mag um uns rum die Welt vibrieren. Du bist für mich da, auch wenn sich alles ändert, du bleibst ein Teil von mir und ich von dir. Verstehst du jedes Wort? Mit einem sanften Lächeln lachst du meine Sorgen vor. Und trennen uns nächtelange Flüge, jede Meile ist es wert. Weiß genau, dass dein es schon okay am allerlängsten wert. Ah, ah, wir Königin verstehen uns blind. Ah, weil wir zwei was ganz Besonderes sind, denn du bist für mich da, fängst mich auf, wenn ich falle, mag